Salut, bienvenue mes amis. Hier ist Kulles Filmwelt. Heute mit einem kurzen Update zum Zwischenstand von Kulles Filmwelt Voting. Ihr wählt, Kulle rezensiert. Zuerst möchte ich mich jedoch bei allen, die ihre Stimme abgegeben haben, recht herzlich bedanken. Finde ich cool, dass ihr mitgemacht habt. Und das Ergebnis hat selbst mich überrascht. Hier noch einmal zur Erinnerung. Diese 5 Filme standen zur Auswahl. Der Fall Kalinka. Im Namen meiner Tochter. 2016. Ein auf wahren Begebenheiten beruhendes Filmdrama mit Danielle Auteuil und Sebastian Koch in den Hauptrollen. Eine reine Formalität. 1994. Ein meisterhaft gespieltes Kammerspiel mit Gérard Depardieu und Roman Polanski in den Hauptrollen. Eine fröhliche Familie. 1987. Eine wundervolle japanische Kinderserie, die zu Zeiten des Bürgerkrieges spielt. Mr. Collins Zweiter Frühling, 2015. Eine auf wahre Begebenheiten beruhende Tragikomödie mit Al Pacino in der Hauptrolle. Dario Argentos Opera, 1987. Ein endlich wieder in seiner ursprünglichen Länge verfügbarer Horrorklassiker mit Christina Marsilic in der Hauptrolle. Und so schaut der momentane Zwischenstand aus, nachdem ihr eure Wahl getroffen habt. Auf Platz 1 derzeit eine reine Formalität von 1994 mit 42,86% aller abgegebenen Stimmen. Auf Platz 2 derzeit Mr. Collins Zweiter Frühling von 2015 mit 28,57% aller abgegebenen Stimmen. Auf Platz 3 derzeit Der Fall Kalinka im Namen meiner Tochter von 2016 mit 14,29% aller abgegebenen Stimmen. Auf Platz 4 derzeit Eine fröhliche Familie von 1987, ebenfalls mit 14,29% aller abgegebenen Stimmen, jedoch weniger Prozentanteil hinter den Kommastellen. Auf Platz 5 Dario Argentos Opera von 1987 mit 0% aller abgegebenen Stimmen. Also Leute, was ist da denn passiert? Ein Film ohne eine einzige Stimme? Das muss man erstmal hinbekommen. Nichtsdestotrotz, so war eure Wahl und Kulle entspricht eurem Wunsch. Demzufolge wird nun als nächstes eine reine Formalität aus dem Jahr 1994 von mir rezensiert werden. Doch keine Sorge, auch die anderen zur Wahl gestellten Filme werden bedacht werden. Und zwar so, wie sie dem Ranking entsprechend gewotet wurden. Ihr dürft euch also alle auf jeden einzelnen Film freuen. Und natürlich könnt ihr auch in den nächsten Wochen noch für alle weiteren zur Wahl gestellten Filme eure Stimme abgeben. Vielleicht ändert sich ja noch das ein oder andere Ergebnis. Interessant wäre es für mich, von euch zu wissen, ob ihr euch für die Zukunft weitere solcher Votings von mir wünscht, wo ich euch mitbestimmen lasse, welcher Film als nächstes von mir besprochen wird. Falls ja, schreibt mir bitte einfach einen Kommentar unter das Video, okay? Ich mache mich jetzt jedenfalls ans Werk und werde nun beginnen, das Skript für eine reine Formalität zu schreiben. Habt alle noch einen wunderschönen Tag und seid alle lieb gegrüßt von eurer Kulle. Salut à bientôt, mes amis.